Das wahrscheinlich mächtigste Tool der Bildbearbeitung, Gradationskurven. Schwarz- und Weißpunkte setzen, Farbstiche korrigieren oder Farblooks erzeugen. Alles mit einem einzigen Werkzeug. Und wer das beherrscht, kann in nahezu jeder Bildverarbeitungssoftware Farben bearbeiten. Ich habe mal unser Bild hier geladen, mit dem wir jetzt mal arbeiten wollen. Und die Gradationskurve findet ihr hier im Bereich Korrektur bzw. hier unten Gradationskurven. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit bei Bild, Korrekturen, Gradationskurven. Allerdings wendet ihr dann die Gradationskurve auf das Bild an, ohne Änderungsmöglichkeit. Also wenn ihr dann nachher auf dem Bild weiterarbeitet, ist diese Änderung also fest drin und ihr könnt dann nachträglich nichts mehr ändern. Deswegen bevorzuge ich immer die Korrekturebene und die wollen wir jetzt einfach mal öffnen und dann habt ihr hier die Ebene Kurven und jetzt dieses lustige Bild. Das werdet ihr mit Sicherheit schon gesehen haben und die, die es noch nicht gesehen haben, denen erkläre ich das jetzt mal ganz kurz. Hier links unten ist der Schwarzpunkt und hier rechts oben ist der Weißpunkt, wenn ihr RGB eingestellt habt. Grundsätzlich geht es darum, wie ist die Verteilung der Pixel im jeweiligen Helligkeitsbereich. Das ist das Einzige, um was es hier geht. Also es ist kein Abbild des Bildes an sich, sondern nur, wie viele Pixel befinden sich wo. So, und dann sehe ich jetzt schon, alleine schon, wenn ich das Bild anschaue, hier unten im Schwarzbereich sind relativ wenige Pixel. Und das sehe ich hier auch im Bild. Also hier ist was Dunkles, hier ist was Dunkles. Dann hier in den Schatten zwischen den Orangenscheiben. Aber der Rest vom Bild ist relativ hell. Zitronenscheiben, der Tisch und so weiter. Und das ist dann hier entsprechend abgebildet. Diese Linie hier zeigt mir an, wo der Schwarzpunkt ist im Moment. Denn ich kann den verändern. Ich kann jetzt sagen, pass auf, ich will gar nicht, dass 0 der Schwarzpunkt ist, so wie es eigentlich korrekt wäre, sondern ich will, dass der Schwarzpunkt woanders hingeht. Und in dem Moment, wo ich das mache, ist alles, was unter 103 ist jetzt in diesem Beispiel, wird einfach als schwarz definiert. Das mache ich insbesondere dann, wenn Bilder zu flau sind und ich jetzt nicht den Gesamtkontrast ändern möchte, sondern einfach nur sage, ich möchte den Schwarzpunkt eben ein Stück weiter oben haben, dass ich mehr Schwarz habe im Bild oder mehr dunkle Stellen und dass das Bild ohne Änderung des Gesamtkontrastes eben dunkler ist. Das gleiche gilt natürlich auch für den Weißpunkt. Hier oben ist der Weißpunkt und wenn ich den jetzt hier rüberziehe, dann definiere ich hier alles, was größer als 229 ist, bestimme ich als 255. Alle Pixel im Bild über 229 sind jetzt einfach weiß. Das bestimme ich jetzt einfach so. Und das hat im Prinzip denselben Zweck wie hier unten, nur eben für die weißen Punkte im Bild. Das Gleiche, was wir jetzt hier oben gemacht haben, können wir selbstverständlich mit diesem Regler hier machen. Das heißt, ich ziehe den Regler rüber und dann passiert das Gleiche, als wenn ich ihn direkt anfasse. Das ist also kein Unterschied. Und hier unten beim Schwarzpunkt natürlich auch. Jetzt haben wir gerade den Schwarzpunkt verschoben und alle Schwarzpunkte, die kleiner als der Eingabewert ist, also das, wo ich das jetzt hin verschoben habe, als schwarz definiert. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Ich kann jetzt sagen, alles, was schwarz ist, soll gar nicht schwarz sein, sondern heller. Das heißt, mein Schwarzpunkt, ich mache es jetzt mal extrem, soll nicht 0 sein, sondern 101 oder höher. Und das kann ich mit der vertikalen Achse bestimmen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch numerisch eingeben. Hier zum Beispiel. Wenn ihr die Eingabe auf 0 lasst, könnt ihr bei der Ausgabe natürlich genauso 100 eingeben und kommt auf das Gleiche. Wer einen speziellen Wert will oder beim ersten Bild zum Beispiel testet in einer Serie und anschließend das gleiche Ergebnis haben möchte, der kann mit der numerischen Eingabe der Ausgabe also etwa die gleichen Sachen erzielen. In der Werbung vielleicht oft wichtig oder in Fotobüchern, wo ihr gewisse Titel oder so erstellen wollt, wo ihr einen Effekt haben möchtet, könnt ihr mit diesen Ein-Ausgabewerten wunderbar das einstellen, ohne jetzt schätzen zu müssen. Was haben wir noch für Schaltflächen? Zum einen mal die Hand. Und wenn ich jetzt auf die Hand hier klicke, dann kann ich direkt im Bild mir eine Stelle aussuchen, die ich heller oder dunkler haben möchte. Beispielsweise ist mir die Zitrone ein bisschen zu hell. Dann gehe ich hier jetzt einfach, halte ich die Maustaste gedrückt und ziehe jetzt hier runter. Und dann sehe ich schon, mir wird hier oben angezeigt, welcher Helligkeitswert das ist. Und wenn ich dann ziehe, ziehe ich quasi die Kurve hier nach unten. Und wenn ich jetzt feststelle, oh super, meine Zitronenscheibe ist zwar richtig, aber der Rest ist mir jetzt zu dunkel, dann kann ich jederzeit in der Gradationskurve einen Punkt setzen und dann wieder den Teil, den ich nicht so dunkel haben will, zurückkorrigieren. Wenn ich mich jetzt vertan habe, dass ich zum Beispiel sage, der Punkt, das war jetzt keine gute Idee,
und du findest aber jetzt nicht mehr den richtigen, dann hältst du die Maustaste einfach gedrückt und ziehst die raus. Und dann ist der Punkt wieder gelöscht und du hast die letzte Variante. Und wenn du jetzt ganz viele Punkte hier hast, zum Beispiel der Versuch eines Kontrastes und hier noch ein und hier noch ein und du hast dich hier komplett verlaufen und denkst, ah, das ist ja alles Mist, dann kannst du die ganze Kurve mit dieser Schaltfläche hier zurücksetzen. Dann steht sie wieder auf 0 und kannst von vorne anfangen. Diese Schaltfläche kennt ihr von allen anderen Schaltflächen. Wenn ich die betätige, wirkt sich die Korrektur nur auf die darunterliegende Ebene aus. Jetzt haben wir noch so Pipetten hier. Wofür sind die gut? Die erste Pipette hier oben, wenn man genau hinsieht, sieht man schon, die ist ziemlich gefüllt, also mit Schwarz gefüllt, die hier mit Grau und die hier mit Weiß. Man ahnte schon, wenn ich hier jetzt draufklicke, dann kann ich mit der Pipette im Bild einen Weißpunkt festlegen. Jetzt gehe ich zum Beispiel hierher und sage, okay, ich möchte, dass das, oder hier noch besser, der Eiswürfel. Ich möchte, dass der Eiswürfel hier, dass dieser Punkt der Weißpunkt im Bild ist. Wenn ich hier draufklicke, dann verschiebt er mir die Kurve zu diesem Punkt hin. Das gleiche kann ich mit dem Schwarzpunkt machen, dass ich sage, okay, ich will jetzt das hier als Schwarzpunkt haben und dann macht er mir das als Schwarzpunkt. Was aber dabei passiert ist, und das sehen wir jetzt hier, er legt gnadenlos Schwarz und Weiß fest. Auch dann, wenn der Schwarzpunkt nicht wirklich schwarz ist. Ich gehe jetzt mal zurück und rufe die Pipette auf. Wir haben jetzt hier unten geklickt für den Schwarzpunkt. Und wenn ich jetzt hier nachschaue, dann sehe ich, dass der Punkt erstens nicht schwarz ist, ja klar, aber das war ja auch das Ziel. Aber er ist nicht neutral. Wir haben hier die Werte RGB 66, 76, 85. Der hat also irgendeine Farbe, aber eben nicht neutral. Da müssten die Farben zum Beispiel 66, 66, 66 sein, dann wäre es neutral. Heller zwar, also nicht schwarz, aber eben neutral. Und deswegen ist dieses Tool mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, ihr müsst zuerst mit der Pipette schauen, habe ich überhaupt einen neutralen Punkt hier oder fast neutralen Punkt, zum Beispiel hier. Das wäre einer für den Weißpunkt geeignete Fläche oder na, das ist schon eher nicht so. Obwohl, die sind auch sehr nahe dran. Aber hier der weiße Punkt in der Mitte, der würde funktionieren. Dann könnte ich jetzt hergehen und sagen, okay, Weißpunkt, Info, das ist hier fast weiß oder ist weiß, in dem Fall ist es sogar weiß, dann habe ich wirklich einen neutralen Pixel gefunden im Bild, den ich dann als Weißpunkt bestimmen kann. Wenn ihr das nicht macht, nehmen wir mal an, ich mache es jetzt ganz böse, ich nehme jetzt das Gelb hier als Weißpunkt, dann verschiebt er komplett die Farben im Bild, weil er sagt jetzt, das ist weiß und dann passt er den Rest vom Bild natürlich an diese Sachen an und verschiebt die ganzen Kurven. Was kann ich dagegen tun, wenn ich zum Beispiel sowas fotografiere, eine Serie fotografiere? Dann ist es hilfreich, wenn ich eine Graukarte oder eine Farbkarte wie zum Beispiel so einen Color Checker verwende. Denn hier sind alle Farben dann drauf. Die müssen aber natürlich mitfotografiert werden und nicht einfach, also ich habe das Bild jetzt schnell fotografiert, damit ihr das hier sehen könnt. Das müsst ihr dann in das Bild stellen, beim ersten Bild. Und wenn die Beleuchtung sich nicht ändert, dann ist das akkurat. Dann könnt ihr wirklich mit diesen Farben hier arbeiten. Ihr habt dann hier einen Weißpunkt, ihr habt ein mittleres Grau und ihr habt einen Schwarzpunkt. Und dann könnt ihr wirklich genau die Farben für dieses Bild setzen. Diese Karten gibt es auch mit drei Streifen, die dann weiß, ein mittleres Grau, 18% Grau und ein Schwarz haben. Und wenn ihr die in ein Bild mal reinstellt, dann könnt ihr mit diesen diese drei Punkte bestimmen und dann wisst ihr ganz genau, aha, jetzt habe ich eine korrekte Belichtung und eine korrekte Verteilung der Helligkeitswerte im Bild. Nächste Möglichkeit, für die, die es sich gerne einfach machen, Vorgabe. Hier sind etliche Vorgaben drin, die man benutzen kann. Farbnegativ, hier werden die Farben umgedreht. Oder Cross-Entwicklung, passt jetzt bei diesem Bild nicht, kann aber manchmal schöne Effekte ergeben. Man kann ja auch noch die Verrechnungsmethoden der Ebenen verwenden. Dann kann ich sagen, ich möchte es ein bisschen dunkler haben, ich möchte Kontrast verstärkt haben und so weiter. Einfach mal diese ganzen Sachen hier ausprobieren. Es ist vielleicht auch ein Anfangspunkt, wo man sagt, okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber bei den Höhen, da hätte ich schon noch ein bisschen mehr und auch hier im dunklen Bereich ziehe ich noch ein bisschen nach. Unter Umständen lege ich noch hier was dazu und so weiter. Ist auch eine Möglichkeit, das Bild entsprechend anzupassen, was jetzt die Helligkeitswerte betrifft. Wir haben dann noch die Funktion Auto und die macht uns die Helligkeitsverteilung nach einer internen Regelung, die ihr auch teilweise hier einstellen könnt. Auto-Optionen und da könnt ihr auch noch die Vorgaben des Algorithmus einstellen, die dann mit Auto verwendet werden. Ihr könnt die sogar als Standard speichern, bleibt das halt fest so eingestellt, bis ihr es wieder ändert. Ein Feld haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet und zwar dieses hier.
Wir waren ja jetzt nur im Bereich RGB, das heißt, hier, wir haben ausschließlich die Helligkeitswerte des Bildes bearbeitet. Ich setze das mal zurück. Wir können auch hier die einzelnen Farbkanäle auswählen, Rot, Grün und Blau. Beispielsweise Rot, die Linie in diesem Fall trennt nicht Weiß und Schwarz, sondern die Komplementärfarbe. Also Rot wäre hier oben und Cyan auf der anderen Seite. Das heißt, ich kann hier, ich muss natürlich in die Rotkurve gehen, ich kann hier die dunklen Pixel, die Rotanteile haben, immer vorausgesetzt, nach Cyan verschieben. Und natürlich auch hier wieder meine Punkte setzen, wie ich das gerne haben möchte. Das Prinzip, das Bedienprinzip ist bei den Farbkanälen natürlich identisch zum RGB-Kanal, da ändert sich nichts. Allerdings, ihr bearbeitet tatsächlich nur die jeweilige Farbkurve. Setze ich das mal zurück, haben wir hier auch wieder die Komplementärfarbe Grün, Magenta. Also nach unten, wenn ich Grün abziehe, bekomme ich Magenta oder ich füge Grün hinzu, wenn ich es nach oben schiebe. Zu allerletzt haben wir noch die Blaukurve und hier ist die Komplementärfarbe Gelb. Blau nehme ich weg, also ich ziehe die Kurve nach unten, wird das Bild gelblicher oder ich schiebe sie nach oben, dann wird der Blauanteil im Bild entsprechend erhöht. Zum Schluss noch ein paar Anwendungsbeispiele, was man machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel als mögliche Idee ein Fotobuch. Ihr fahrt in Urlaub, fotografiert die Gegend, fotografiert die Familie und macht daraus das Deckblatt für das Fotobuch. Dazu brauche ich mal den Hintergrund, mache hier eine Objektivunschärfe drauf, passe ein bisschen die Farben an, dass sie freundlicher wirken, nicht zu kühl. Dann kommt die Frau, entsprechend ausgeschnitten und dann nur mit Gradationskurven die entsprechende Anpassung der Farben, der Helligkeitswerte, bis wir dann am Schluss den Text noch hinzufügen können und das als schönes Deckblatt dann für das Fotobuch verwenden können. Anderes Beispiel, zum Beispiel für Werbung oder ähnliches, wäre ein Color Look, der ebenfalls ausschließlich auf Gradationskurven basiert. Einmal eine Cross-Entwicklung mit weichem Licht verrechnet, machen wir das ein bisschen zu wenig kontrastreich. Da habe ich dann noch den Schwarzpunkt verschoben, mit Multiplizieren draufgelegt, dann die Blaukurve verschoben und zu guter Letzt noch die Rotkurve verschoben und fertig ist der Color Look. Und ihr seht, alleine mit Gradationskurven kann man schon sehr, sehr viel bewegen. Und das Schöne ist, die funktionieren in nahezu allen Bildbearbeitungsprogrammen gleich. Da ist nicht viel Unterschied. Also wenn ihr die seht, in GIMP, in Photoshop, in Lightroom, in sonst wo, ihr werdet nahezu immer das gleiche Layout und dieselben Funktionen in irgendeiner Form wiederfinden. Ihr braucht euch also nicht Tage und Wochen lang in irgendeine neue Software einarbeiten. Einfach benutzen Gradationskurven und schon habt ihr erste Ergebnisse, mit denen ihr wunderbare Sachen machen könnt. Das war unser Video für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, bitte ein Abo dalassen und natürlich ein Like. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.